Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du persönlich wieder eingeschaltet hast. Ja, was man hier sehen kann, sind Einsteckschlösser. Die habe ich gefilmt auf der Silka Hausmesse. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann wird jeder, der so ein bisschen Ahnung von der Materie hat, der so ein bisschen im Bereich Sicherheitstechnik unterwegs ist, schon erkennen, was hier das Problem ist. Wir haben hier Einsteckschlösser in ganz unterschiedlichen Abmessungen mit unterschiedlichen Bohrungen und Formen. Ja, und das ist eigentlich so der Grund, weshalb wir unbedingt Normen brauchen. Jeder Hersteller kocht irgendwie so sein eigenes Süppchen und das führt dann genau zu diesem Problem, was wir hier sehen können. Unfassbar unterschiedliche Einsteckschlösser. Jede Haustür, jede Wohnungstür braucht ein eigenes Einsteckschloss mit eigenen Abmessungen von dem jeweiligen Hersteller. Das ist weder für den Endverbraucher noch für den Schlüsseldienst angenehm, weil man dann immer abhängig ist vom Hersteller, weil man immer genau gucken muss, was ist da jetzt für ein Einsteckschloss verbaut, welches muss da genau rein. Immer nervig. Vor allem, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller dann nicht mehr existiert, weil er insolvent gegangen ist oder einfach, weil die Firma jetzt geschlossen ist, dann hat man immer dieses Problem, wie kriege ich das jetzt nachbestellt? Gibt es ein adäquates Produkt, womit ich dann mein jetzt vielleicht defektes Einsteckschloss, weil irgendwann kann ja so ein Einsteckschloss auch mal kaputt gehen, wie kann ich das jetzt ersetzen? Was kann ich da alternativ einbauen? Und ich kenne tatsächlich Fälle, da kosten solche Einsteckschlösser, wenn man sie dann nachbestellt, teilweise 600 bis 800 Euro, hat man mir schon genannt als Preis für so uralte Türen. Und das ist halt einfach nicht Sinn der Sache. Deswegen braucht man eigentlich Normen. Die Firma Köster und Nerenheim hat dafür eine Lösung und das sind solche Einsteckschlösser mit Langloch. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Einsteckschloss braucht von einer alten Tür, was spezielle Abmessungen erfordert, dann könnt ihr die Firma Köster und Nerenheim mal kontaktieren, denn die haben, wie gesagt, solche Einsteckschlösser, die sozusagen generisch funktionieren. Dadurch, dass sie halt so ein Langloch haben, sind sie halt nicht darauf limitiert, dass man da jetzt bestimmte Abmessungen von den Löchern einhalten muss. Das ist halt eben diese Lösung mit dem Langloch. Ja, also damit kann man dann wirklich unterschiedliche Abmessungen abbilden. Ja, diese generischen Langloch-Einsteckschlösser sind auf jeden Fall eine schöne Problemlösung. Viele Leute gucken meine Videos, ohne den Kanal abonniert zu haben. Deswegen ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Abonnier doch gerne mal meinen Kanal, das würde mich auf jeden Fall freuen, denn dann verpasst du auch keins meiner neuen Videos. Wenn du für deine Wohnungstür jetzt ein wirklich gutes Einsteckschloss suchst, dann kann ich dir das hier empfehlen. Link zum Produkt packe ich dir mal in die Videobeschreibung oder halt auch in den Kommentaren. Da kannst du auch mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.